Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Boiler zu füttern. Na komm! Der Prophet kennt Erbarmen! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten! Hier, das wird helfen! Gut so. Danke. Junge, ich Elizabeth? Muss sagen, hier! Sie gefallen mir! Oh Mann, hey. Wow! Ja! Ja! Tüchtiges Bürschchen! Was? Ehrlich, Mann? Ich gratuliere, DeWitt! Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Wenn meinst? Na dann. Komm, Kleines, weiter geht's. Booker, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Renn doch nicht immer vor. Hier ist etwas Geld. Danke. So, und jetzt geh mal ganz langsam. Ich sag dir langsam. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Was geht hier? Bodenwaffe! Guten Tag. Schön, dass wir das jetzt so schnell klären konnten. Nam 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 nam. Hotdogs im Schrank. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Okay. Kriegst du es hin? Kannst du dir das mal ansehen? Einer muss Schmiere stehen. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. So. Danke. Es ist eine heilige Pflicht. Da ist er! Columbia! Ja, es war eure heilige Pflicht.
So viel zu deinem Hier Thema. Drüben. Das ist es. Das Buch für den Uhrenladen. Was? Hast du es jetzt, oder? Ich sehe nämlich kein Buch. Okay. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch mal verhören. Na klasse. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie. Hör ihn auf! Gib auf! Okay. Höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertränken. Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Hey, alles klar. Kollege? Ich lass dich einfach in Ruhe. Kannst du dir das mal ansehen? Kein Problem. Ja, dann mach mal. Bitteschön. Erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50. Was haben wir drin? Nahkämpfer machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 50 Kanten lang 2-mal Schaden. Nö. Das klingt gut. Mach auf. Kannst du das öffnen? Sieht einfach aus. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Bitte sehr. David, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, David. Nicht mit Hyänen. Aha, was auch immer. Oh, ein Speicherpunkt. Musst du immer vorrennen? Aha. Oh, nee. Hey. Zu spät. Verdammt. Was hat er gemeint? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Tod, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Wo kommt ihr? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahn. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Was? Shen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier.
Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Hä? Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Ist ja geil. Alles eine Frage der Perspektive. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Machen auf. Okay, öffne ihn. Wow. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Okay. Na toll. Jetzt sind wir in einer Parallelwelt. Kann euch leider nicht helfen. Herrscht Krieg? Nö, der ist immer noch tot. Ist da immer noch der Alte drin? Ja. Kleine Spielfehler. Das ist Unsinn. Daisy Fitzroy. Los jetzt, du Scheißkerl. Erzähl mir was über Daisy. Mach ihn los. Was? Scofield sagt, los, Mann. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia Gazette? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ich kapier nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Oha. Ich glaube, die Welt gefällt mir nicht. Die Vox Populi sind jetzt an der Macht, oder was? Hey, da. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Angeekelt! Luca, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Wieso bin ich noch hier? Bist du blond? Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Ich weiß es nicht. Hier sind zwei. Welche ist das ich? Und welche hasse ich? Komm mal her. Was machen wir jetzt? Hä, du bist doch blond. Seit wann bist du blond? Nee, jetzt bist du braun. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran tot zu sein. Ups. War dann wohl ich. Sah echt kurz aus, als wäre sie blond. Was geht hier vor, Sandsmark? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an ihren Männern vorbeikamen und was sie im Keller wollten. Du sagst es, JF. Ich soll es nicht. Oh oh. Warte einen Moment, bitte. Unser Gegner davor. So. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Mehr Geld.
Danke.